Vielen Dank für Ihr Kommen und wir freuen uns sehr, dass der Außenminister der Ukraine heute zu Besuch im Deutschen Bundestag ist und mit allen Fraktionen auch spricht, eben auch mit der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, aber dann auch zusammen mit unserem Parteivorsitzenden Lars Klingbeil. Wir haben uns über alle wesentlichen Fragen des Krieges in der Ukraine ausgetauscht, auch über die Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland, auch der Resolution im Deutschen Bundestag. Wir sind uns einig darüber, dass die brutale Aggression Russlands nicht hinnehmbar ist und dass wir in der Verurteilung und letztlich auch in der Unterstützung eines Landes, das ein Selbstverteidigungsrecht aufgrund der Charta der Vereinten Nationen hat, natürlich immer noch im Vordergrund der Diskussion steht. Wir haben uns ausgetauscht über die Möglichkeiten eines Kandidatenstatus der Ukraine für die Europäische Union und wir freuen uns sehr, dass wir uns auch für weitere Gespräche verabredet haben. So good morning everyone. I started my visit to the Bundestag with the meeting of the faction of Social Democrats and we had a very productive meeting. Nicht nur, was die Position der Ukraine zu einer Reihe von Themen ist. Die deutsche Position entwickelt sich in die richtige Richtung. Wenn es nun um Waffenlieferungen geht oder die Sanktionen gegen Russland, wir sehen hier eine positive Dynamik. Und ich darf der Koalitionsregierung und der Bundesregierung herzlich dafür danken. Die Präsidentin des Bundestages war vor kurzem in Kiew. Sie wurde da empfangen vom ukrainischen Präsidenten, vom Parlamentspräsidenten. Und mein Präsident hat mit dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler in der letzten Woche gesprochen. Insofern denke ich, dass sich unsere Beziehungen positiv entwickeln. Aber wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass diese positive Dynamik anhält und dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, so wie die Entschließung, die der Bundestag vor kurzem angenommen hat zum Thema Waffen. Das größte Problem, was die Zukunft Europas bestimmen wird, ist die Entscheidung, die Ende Juni beim europäischen Gipfel getroffen wird in Bezug auf den Kandidatenstatus der Ukraine. Dabei geht es um eine Verankerung der Ukraine in den europäischen Integrationsprozess. Das bedeutet noch nicht die sofortige Mitgliedschaft, das ist klar. Aber das ist die Entscheidung, die legal die Ukraine in den europäischen Integrationsprozess verankert. Und die Europäische Union braucht die Ukraine genauso wie die Ukraine die EU braucht. Und die öffentliche Meinung in der Ukraine und in den EU-Staaten ist für eine Mitgliedschaft der Ukraine. Ich habe es den Kollegen ja schon gesagt. Im Augenblick befinden wir uns zu einem Zeitpunkt, wo wir selbst mit unseren eigenen Händen die Geschichte gestalten können. Das können wir niemandem delegieren, denn die Zeit hat uns auserwählt, über die Zukunft Europas zu entscheiden. Und das hängt dann von den Entscheidungen ab, die wir treffen. Und ich hoffe, dass die Sozialdemokraten in der Lage sind, den Kandidatenstatus für die Ukraine zu unterstützen und Europa insgesamt stärker, sicherer zu machen und im Wohlstand zu verankern. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich beim Außenminister zu bedanken für ein wirklich offenes, konstruktives, solidarisches Gespräch, das wir hatten, habe noch mal zum Ausdruck gebracht, mit welcher Bewunderung wir gerade auf die vielen mutigen Menschen in der Ukraine schauen, die sich dem russischen Angriffskrieg entgegenstellen, die mutig dort kämpfen. Und uns ist wichtig, dass wir als Bundesrepublik an der Seite der Ukraine stehen, solidarisch an der Seite der Ukraine stehen und dass wir unterstützen durch Sanktionspakete, die einen sehr großen Druck auch auf Russland machen, durch politischen Druck, den wir in der Europäischen Union, in der NATO, im Westen insgesamt haben, durch Hilfszahlungen auch, die wir vor dem Krieg schon hatten, aber eben doch durch Waffenlieferungen. Auch das war ein Thema, was wir besprochen haben. Da ist vieles passiert in den letzten Wochen, international abgestimmt, aber auch entschieden und konsequent in der Bundesregierung. Das ist ein wichtiges Signal, damit die Ukraine sich verteidigen kann und auch die territoriale Souveränität wiederherstellen kann.
Ein weiterer wichtiger Punkt, und der Außenminister hat es angesprochen, war in der Tat die Frage, wie kann man die Verbindung zwischen der Ukraine und der Europäischen Union weiter stärken. Die Ukraine hat jetzt die Hausaufgaben gemacht. Die Antworten oder die Fragen der Europäischen Kommission sind beantwortet. Und im Juni wird die Europäische Kommission entscheiden, ob sie der Europäischen Union empfiehlt, den Kandidatenstatus an die Ukraine zu geben. Ich habe noch mal für die Sozialdemokratie auch deutlich gemacht, dass wir sehen, dass die Ukraine dort gerade im Krieg für unsere europäischen Werte kämpft, dass uns dieser Schritt auch wichtig ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Europäische Union viel stärker auch geopolitisch handeln muss. Das bringt die Zeitenwende mit sich. Und das heißt, wir müssen die Beitrittsperspektiven jetzt auch schnell für die Ukraine, auch für andere Länder eröffnen. Das ist uns wichtig, dass wir ein klares politisches Signal auch setzen, dass wir die Ukraine in der Europäischen Union haben wollen, dass wir wollen, dass sie Mitglied wird und dann auch den Kandidatenstatus bekommt. Das ist etwas, was deutlich politisch klar sein muss. Der Außenminister hat die große Unterstützung in der Ukraine selbst angesprochen. Aber ich wünsche mir auch, dass sie jetzt durch die Europäische Union auch sehr schnell signalisiert wird. Es gab ja sehr viel Kritik aus der Ukraine an der Haltung der deutschen Sozialdemokraten gegenüber Russland in den letzten 10 Jahren und auch bis heute. Meine Frage nun, sind Sie immer noch skeptisch und wie viel Vertrauen haben Sie in die SPD als die führende Partei in der Regierung? Ja, ich denke, es wäre für mich ein Selbstmord, wenn ich jetzt hier sagen würde, ich vertraue der Mehrheitspartei in der deutschen Koalitionsregierung nicht. Das wäre aber auch unfair. Die Vorkriegsgeschichte der Beziehungen zwischen Deutschland und Russland und auch der Rolle der Sozialdemokraten dabei, das ist etwas, was der Geschichte angehört. Denn als der Krieg begann, hat der Bundeskanzler von der SPD eine Kehrtwende vollzogen, was die Waffen anbelangt und was Nord Stream 2 anbelangt und eine neue Politik gegenüber Russland. Ich weiß, leicht war das nicht, denn noch eine Woche vor Kriegsbeginn hatte Deutschland eine andere Position in all diesen drei Fragen. Aber die Tatsache, dass der Bundeskanzler, der von seiner Partei unterstützt wird, diese Entscheidung getroffen hat, bedeutet, dass sie stark genug sind, zuzugeben, dass die frühere Politik gescheitert ist und dass sie eine neue Politik brauchen im Interesse Europas, im Interesse Deutschlands.